Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 3. April 1973. Heute vor 50 Jahren führte der Ingenieur Martin Cooper auf der Sixth Avenue in New York das erste Telefonat mit einem Handy. Ein Beitrag von Manfred Kläuber. New York, Sixth Avenue, Ecke 54. Straße. Marty Cooper, Elektronikingenieur aus Chicago, ist am Nachmittag des 3. April 1973 mit einem Journalisten verabredet. Wir treffen den Mann vor dem Hilton Hotel. Und als wir da lang schlenderten, musste ich ja einen Anruf machen, um das Gerät zu demonstrieren. Das Gerät, von dem Cooper da spricht, hat er zusammen mit seinem Kollegen Rudy Krolop für den Funkgerätekonzern Motorola entwickelt. Ein seltsam klobiger, eckiger Telefonhörer, 1,5 Kilo schwer, keine Schnur unten, dafür eine Antenne oben. Ich kannte spontan die Nummer von Joel Engel raus, dem Chef der Autotelefonsparte von AT&T. Ich wählte seine Nummer und sagte, hallo Joel, hier ist Marty Cooper. Ich rufe dich mit einem Mobiltelefon an. Einem echten Mobiltelefon. Einem persönlichen, tragbaren Telefon. Stille am anderen Ende der Leitung. So schildert Marty Cooper die Szene 48 Jahre später in der CBS Morning Show. Das überraschende Gespräch mit seinem Konkurrenten war das erste Telefonat der Welt mit einem tragbaren Funktelefon. Der Start für das Handyzeitalter. Wir haben 1973 mehrere hunderttausend Dollar für die Entwicklung ausgegeben. 1983 kam die erste kommerzielle Version des Telefons auf den Markt für $4,000. Das konnte sich zwar nicht jeder leisten, aber wir haben viele davon verkauft. Marty Cooper im Interview 2010 mit dem Technologiekanal C-SPAN. 10 Jahre sollte es dauern, bis aus dem ersten funktionstüchtigen Prototypen ein Seriengerät wurde, das Dynatec 8000X. Es kam im Spätsommer 1983 auf den Markt und kostete $4,000. 10 Jahre dauerte aber nicht die Entwicklung des Handys, sondern der Aufbau des zellulären Mobilfunknetzes in den USA. In zellulären Netzen werden Versorgungsgebiete in kleine Funkzellen aufgeteilt, damit die knappen Funkfrequenzen optimal genutzt werden können. Das sogenannte Handover sorgt dafür, dass Gespräche von Funkzelle zu Funkzelle wandern, wenn das Telefon über Zellgrenzen hinweg bewegt wird. Mitte der 1980er Jahre wurde auch in Deutschland das erste zelluläre Mobilfunknetz aufgebaut. Nach dem A- und dem B-Netz ging das C-Netz an den Start. Das Gute war eben beim C-Netz tatsächlich, dass man dieses Handover zwischen den Funkzellen hatte und damit tatsächlich zum allerersten Mal überall und jederzeit erreichbar war. Erklärt Joel Fischer vom Museum für Telekommunikation in Frankfurt am Main. Für das C-Netz brachte die Deutsche Bundespost 1988 auch das erste, komplett in einer Hand haltbare Telefon heraus, genannt Pocky. Das Pocky war aus vielerlei Hinsicht, in Deutschland zumindest besonders, weil es einfach das erste wirklich tragbare Gerät war. Dieses Pocky war eben das erste Telefon, was man unabhängig vom Auto benutzen konnte. Zur regelrechten Massenware wurde das Mobiltelefon dann mit der Einführung der D-Netze im Jahr 1992. Trotz digitaler Technik waren Handys anfangs nicht mehr als Überalltelefone. Das sollte sich dann 1996 ändern. Der Nokia 9000 Communicator kam auf den Markt, das erste Handy mit echtem Internetbrowser und Faxfunktion. 2007 dann setzte Apple mit dem ersten iPhone neue Maßstäbe. Diese Eingabemöglichkeit einerseits, dass das ganze Gerät ein Display ist und mit den Fingern als Touchscreen bedient werden kann, war neu und auch die Oberfläche mit den Apps. Dass ein Gerät ausschließlich auf diesen erweiterbaren Applikationen beruht, das war dann doch was Revolutionäres mit sehr großem Erfolg. Das iPhone wurde zur Blaupause für das Smartphone von heute. Eine tragbare Organisationszentrale, der rund 4 Milliarden Menschen
ihr digitales Leben anvertrauen.